Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesen Vollmond-Readings. Am Dienstag, den 27.04., findet ein Vollmond im Zeichen der Skorpion statt. Und dieser Vollmond ist auch gleichzeitig ein Supermond. Das heißt, die Energien von diesen Supermonden sind immer ein bisschen voller, ein bisschen krasser, will ich fast sagen, ein bisschen deutlicher. Jetzt ganz kurz, bevor ich anfange, hier diese Energien zu erklären. Für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind, ich mache in diesen Vollmond- und Neumond-Readings am Anfang immer so ein Intro, wo ich die allgemeinen, die für jeden gültig sind, Energien erkläre. Wen diese allgemeinen Energien aber nicht interessieren, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt mit den einzelnen Elementen losgeht. Ich möchte auch ganz kurz, bevor ich auf die Energien eingehe, gerne noch kurz zwei Sachen anmerken. Und zum ersten ist, dass ich habe am Freitag eine Folge von oder eine neue Folge von unserem Podcast veröffentlicht. Ich mache mit meiner lieben Freundin Anne zusammen einen spirituellen Podcast und möchte euch natürlich da gerne einladen, uns da auch zu folgen, und vielleicht interessiert euch das ja, was wir da zu sagen haben. Der Podcast ist auf YouTube und auf Spotify zu finden und er heißt When Souls Speak. Ihr findet unten, ganz unten in der Infobox auch den Link dazu, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch da folgt. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, im Moment sind wieder extrem viele Spammer unterwegs. Ich werde zugeballert mit Kommentaren, wo die Leute einem anbieten: Hey, ich kann den Instagram-Account von deiner Freundin oder von deinem Freund hacken, oder melde dich bei mir und ich bringe dich mit meinem Wunschpartner zusammen, und lauter solche Geschichten. Meine Lieben, bitte, bitte, bitte tut euch selbst den Gefallen und geht da auf gar keinen Fall ein. Ihr könnt, wenn ihr so einen Kommentar seht, ihr könnt gern direkt den Spam melden. Ich lösche diese Kommentare immer sofort und melde diesen Spam auch bei YouTube. Aber manchmal geht eben auch durch das, dass es so eine Häufigkeit hat und dass es so viele Kommentare sind, vielleicht geht mir da mal was durch die Lappen. Aber ich möchte euch unbedingt vorwarnen, dass das alles Humbug und Betrug ist. Ich habe auch wirklich schon überlegt, ob ich meine Kommentare wieder für eine kurze Zeit ausschalte, aber habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich möchte euch nur unbedingt wissen lassen, bitte, bitte, bitte geht auf keine dieser komischen Nachrichten ein. Manchmal ist da eine Telefonnummer dabei, ruft dann nicht an, da geht es nur um Geld. Da keiner, ne, keiner kann euch da, oder das, was da angeboten wird, ist alles einfach Lug und Betrug. Das würde ich euch gerne noch kurz sagen. So, ich fange an mit den allgemeinen Energien zu diesem Vollmond, Vollmond in Skorpion. Und Skorpion ist der Herrscher der Unterwelt. Dark Night of the Soul. Und es könnte tatsächlich sein, ich möchte euch kurz die Karte zum Supermond zeigen. Hier steht: Emotions are running high. Skorpion ist ein Wasserzeichen, also da geht es um Gefühle. Und es könnte wirklich sein, dass dieser Vollmond in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Gefühlschaos auslöst. Dass da was aus deiner Seele hochkommen will, dass da was Unterbewusstes angetriggert wird, das released werden möchte, denn das steht hier, released heißt losgelassen. Vollmond in Skorpion, it's time to release negativity. Es ist an der Zeit, Negativität loszulassen. Und was auch immer in den nächsten Tagen, und ich würde auch sagen in den nächsten 2 Wochen passiert, welches Gefühl dich übermannen könnte, mit welchem Thema du dich dann nochmal auseinandersetzt. Ich möchte euch raten, euch das anzuschauen und euch mit dem auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht nicht das Einfachste ist, was da kommt. Diese Skorpion-Energie kann für jeden was Unterschiedliches sein. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so eine leichte Trigger-Energie. Und das kommt natürlich darauf an, was da in deiner Seele gehört werden will. Das kann Traurigkeit sein, das kann Einsamkeit sein, das können Schuldgefühle sein.
Das kann den Job betreffen, die Liebe betreffen, die Familie betreffen, die Freunde, die Gesellschaft, je nachdem, was bei dir in deinem Leben negativ ist. Das heißt, wo du nicht glücklich bist, ob das mit dir selbst ist oder ob du, ne, vielleicht wird irgendwie der Leidensdruck plötzlich sehr groß. Ich habe keine Lust mehr allein zu sein. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Job. Ich habe keine Lust mehr irgendjemandem hinterher zu rennen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Beziehung. Ich habe keine Lust mehr meiner Familie gerecht zu werden. Ich habe keine Lust mehr mich irgendwelchen Freunden erklären zu müssen. Was auch immer in deinem Leben irgendwie mit negativer Energie verbunden werden könnte, möchte dieser Vollmond eben beleuchten. Und das kann irgendwie auch wirklich ein leichtes Gefühlschaos auslösen in einem selbst. Es kann auch was passieren, ne? Das ist diese Transformationsenergie, dass du, dass irgendeine Veränderung eintritt oder dass du einfach sagst, ich habe die Schnauze voll, ich will das nicht mehr, ich will jetzt Veränderung und ich beende etwas. Ich habe Freunde, die kündigen gerade, weil sie da keinen Bock mehr drauf haben. Und ich habe Freunde, die sagen endgültig Adieu zu irgendjemandem, weil es einfach nicht mehr passt und weil alles, was da passiert, einfach nur schwer ist. Wenn es nichts mit Job oder Liebe oder Beziehung oder wie auch immer, das, was ich gerade gesagt habe, zu tun hat, kann es auch wirklich sein, dass aus dem Unterbewusstsein, aus der Unterwelt, ne, Dark Night of the Soul, dass da einfach Gefühle hochkommen, die dich dazu bringen, zu sagen, ich will jetzt nicht mehr traurig sein, ich will jetzt nicht mehr einsam sein, ich will jetzt nicht mehr so viel Alkohol trinken, was auch immer. Ne? Also dieser Vollmond beleuchtet auf jeden Fall, was gehen möchte. Und ich möchte euch raten, anstatt, auch wenn es vielleicht schwieriger ist oder auch wenn man mal dann wieder so einen Tag hat, wo man irgendwie durch so ein Tal schreitet oder so, das zuzulassen. Denn, wie gesagt, Skorpion ist ein Wasserzeichen. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung, auch wenn es die schwereren Gefühle sind. Aber damit du sie loslassen kannst, ne, damit sie auch gehen können, müssen sie da sein dürfen. Und deswegen ist mein dringender Rat hier, egal mit was du dich gerade auseinandersetzt oder egal was da gerade in dir für ein Prozess stattfindet, lass ihn da sein. Gib ihm Platz, dass das gefühlt wird, dass das gespürt wird, dass das gehört wird, denn nur mit dem bewussten Auseinandersetzen mit dem, was gehört werden will, hast du auch die Möglichkeit, es wirklich loszulassen. Und das möchte dieser Vollmond wirklich, ich glaube, antriggern. Ich glaube, es könnte wirklich ein Trigger-Vollmond sein. So viel als Vorwarnung. Außerdem findet genau an diesem Tag, zum Tag des Vollmonds, ein weiteres Ereignis statt, nämlich Pluto, der Herrscherplanet von Skorpion, also der die gleichen Attribute hat, der auch für Veränderung und Transformation und Loslassen und wirklich, ne, all das verkörpert, wird auch am 27.04. für ein halbes Jahr rückläufig. Und ich werde am Dienstag, am Tag des Vollmonds, eine Legung hochladen, die explizit zu dieser Rückläufigkeit von Pluto ist. Was, ne, was da alles mit reinkommt und was der alles beleuchtet und was der einfach alles das nächste halbe Jahr für Energien mitbringt für uns alle. Aber ich möchte euch sagen, dass dieser Vollmond der Startschuss sein könnte für eine große Veränderung und für eine große Verwandlung. Ob das jetzt auf deiner Seelenebene passiert, ob das in deinem Leben passiert oder ob das einfach nur die Gesellschaft betrifft, in der sich viel verändern wird, das wissen wir alle heute noch nicht. Aber wie gesagt, es ist sehr starke Transformationsenergie, die uns in den nächsten Tagen erreichen wird. Und wir sollten uns alle wirklich mit den Dingen beschäftigen, mit denen wir da konfrontiert werden. Gut, so viel dazu. Ich lasse das hier so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's weiter mit den einzelnen Elementen. Bis gleich. Hallo, liebe Wasserzeichen. Herzlich willkommen zu eurer Vollmondlegung. Ja, ich mache das ja inzwischen so. Ich frage am Anfang dieser Legungen immer erst nach einer Situation.
Und anhand dieser Situation kannst du relativ schnell feststellen, ob du mit dieser Botschaft in Resonanz gehst oder nicht. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ja, die Situation, die sich hier zeigt, das ist genau meine Situation, so fühle ich mich, das passiert gerade, dann ist in dieser Legung möglicherweise auch wirklich eine Botschaft für dich enthalten. Wenn diese Situation, die sich gleich zeigt, gar nicht auf dich passt und du das Gefühl hast, nee, ist nicht, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gern eins der anderen Elemente an, denn dann ist die Botschaft für jemand anderen bestimmt. Tarot sollte dich in deiner eigenen Wahrnehmung immer nur bestätigen und dir niemals etwas einreden. Und meine Lieben, ich möchte euch ganz kurz zeigen, was ich hier sehe. Das ist übrigens The Good Tarot, die drei Schwerter und der Narr. Und mit diesem It's time to release negativity, also mehr Negativität als drei Schwerter, ist, glaube ich, schwierig. Ne? Es ist verletzte Gefühle, ich habe hier das Gefühl, es ist Einsamkeit. Und der Narr sagt mir aber, du kannst das hinter dir lassen. Ne? Für den Fall, dass du irgendwie verletzt wurdest, traurig bist, dein Herz heilen musst, sehe ich hier mit dem Narr auch wirklich die Chance, wenn du das zulässt, ne, wenn du dich da nicht abwendest wie diese Frau, sondern wenn du wirklich zulässt, in dich hineinzuspüren und deinem Herzen zuzuhören, was tut da weh, hast du eben auch die Möglichkeit, hier das hinter dir zu lassen und eine neue Reise anzutreten, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ohne diese Drei-Schwerter-Energie. So, liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft für meine Wasserzeichen, beziehungsweise die Situation, in der meine Wasserzeichen gerade sind. Wow, meine Lieben, an der Unterseite des Decks die Transformation, ne, Skorpionenergie, die Skorpionkarte, die Veränderung und unter der Veränderung die 10 Schwerter und unter den 10 Schwertern die Kraft. Also, was auch immer diese Schwierigkeiten waren, 10 Schwerter, was auch immer diese Negativität in deinem Leben ist, du hast die Kraft, das zu überwinden. Diese Kraft trägst du in dir. Vielleicht brauchst du Mut für irgendeinen Schritt. Vielleicht brauchst du, ne, die Kraft sagt mir, du kannst hier der schwierigen Zeit, der schwierigen Situation ein Ende setzen. Na, du kannst das verändern. Wenn du Mut hast, wenn du dich traust. Aber wir schauen mal weiter. Oh, ich dachte, das ist die Königin der Kelche. Aber es ist die Königin der Schwerter. Und die 6 Kelche. Okay. Also, meine Lieben, ich habe das Gefühl, ihr seid in einer Situation, in der ihr tatsächlich sehr introvertiert seid, der Eremit, ne? Wo ich habe das kann auch, also die 6 Kelche ist normalerweise meine Vergangenheit und meine Kindheitsthemenkarte, aber hier, die sitzt so eine Frau und das erste Wort, das ich jetzt gerade zu dieser Karte habe, war Longing, also sich nach etwas sehnen. Ja, ich nehme irgendwie eine Art Sehnsucht wahr. Und der Eremit, da geht es wirklich um die Innenschau. Da geht es wirklich um diese schwere Tür zu eurer Seele möglicherweise zu öffnen. Und diese Sehnsucht, dieses Longing zu hinterfragen. Möglicherweise auch wirklich mit dem Aspekt, wo liegt der Ursprung für diese Sehnsucht, die ich in mir trage? Was ich hier wahrnehme mit der Königin der Schwerter und sie, diese Königin der Schwerter, sie ist so ultra weise, ne? Sie ist so, sie strahlt eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Weisheit, auch mit der Eule hier, eine gewisse Klarheit aus. Und ich glaube, das hier könnte, ne, das könnte die Veränderung sein. Gerade wenn du irgendwie Einsamkeitsgefühle hast, Sehnsüchte hast, irgendwelche Gefühle, ne, 6 Kelche Energie, irgendwelche Gefühle in dir trägst, die dich runterziehen oder
die dich vielleicht einfach so ein bisschen schwer machen. In dem Moment, in dem du diese Tür zu diesen Gefühlen öffnest, kannst du sie vielleicht auch verstehen, klarer sehen. Also ich habe das Gefühl, diese Königin der Schwerter, sie will wirklich bewusst eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Sechskelchen-Gefühlen, mit dieser Sehnsucht oder mit, was suche ich eigentlich oder was wünsche ich mir eigentlich. Ne? Also das ist sehr, auch mit dem Eremiten, eine Energie, wo es darum geht, wirklich zuzulassen, dich mit dir selbst und mit den Gefühlen und mit all dem auseinanderzusetzen. Dir das ganz bewusst anzuschauen. Weil du vielleicht auch wirklich neue Erkenntnisse haben kannst. Erkenntnisse, die dir helfen bei dieser Transformation. Erkenntnisse, die dir helfen, dich mit vielleicht auch eine neue Sicht der Dinge zu bekommen. Eine neue Klarheit zu bekommen. Aber die Transformation ist zu dieser Königin der Schwerter zu werden. Und auch witzig, die Karte, die gerade liegen geblieben ist, ist die Otter-Energie. You are never alone. Und das ist das, was ich hier wahrgenommen habe mit der Frau bei den sechs Kelchen. Also es könnte wirklich sein, dass sich viele von euch mit dem Thema Alleinsein, Einsamkeit, auch die Frage, warum finde ich nicht den passenden Partner oder warum werde ich nicht wertgeschätzt, warum werde ich nicht gesehen? Ne, das sind alles so Fragen, die da vielleicht in eurer Seele noch verschlossen sind, die dieser Vollmond antriggert. Ich habe ja im Intro gesagt, dass dieser Vollmond könnte definitiv eine Antrigger-Energie sein. Und in diesem bewussten Auseinandersetzen mit seiner eigenen Einsamkeit oder na, mit diesen Gefühlen schaffst du eben auch die Veränderung. Und vielleicht stellst du auch fest, dass du gar nicht so alleine bist, wie du dich fühlst. Ich möchte den Otter hier liegen lassen. You are never alone. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema Einsamkeit oder ja, ich bleibe jetzt beim großen Topic Thema Einsamkeit, könnte hier irgendwie eine Rolle spielen. So, ich hätte gerne eine Hauptenergie für meine Wasserzeichen. You see clearly now, meine Lieben, die Eule, und die Eule sitzt hier. Die Eule sitzt hier und du kannst etwas besser verstehen. You see clearly now. Du kannst etwas viel klarer wahrnehmen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Ne? Wenn du die Tür öffnest, vielleicht ist es eine schwere Tür. Ne? Wie gesagt, das können Kindheitsthemen sein. Das kann eine vergangene Partnerschaft sein. Irgendwas ist ja der Ursprung für diese Gefühle, die du hast, für dieses Einsamsein oder wie auch immer. In dem Moment, wo du dich hier wirklich bewusst damit auseinandersetzt, bekommst du auch diese Klarheit, bekommst du dieses Verständnis, hast vielleicht auch wirklich so ein Aha-Erlebnis, das alles verändert, das dich verändert und das dein Bewusstsein erweitert. Also wirklich diese Eule und diese Königin der Schwerter. Ich glaube, dieser Vollmond im Zeichen des Skorpion möchte euer Bewusstsein erweitern, verschärfen, euch Antworten liefern. Wow, meine Lieben, es hätte mich auch gewundert, wenn eure Legung hier zu diesem Skorpion-Vollmond nicht wieder super tief gegangen wäre. Die acht Kelche und die Kraft hatten wir ja auch gerade gesehen. Vielleicht wird dir klar, welche Gefühle, ne, wirklich bearbeitet werden wollen mit der Kraft, mit welchen Gefühlen sich wirklich auseinandergesetzt werden will, damit man sie hinter sich lassen kann. Die acht Kelche, die hier repräsentiert sind, das ist immer unerfüllt. Ne? Das ist alles nicht das, was einen weiterbringt und alles nicht das, was einen glücklich gemacht hat. Deswegen lässt man es hinter sich.
Vielleicht lässt man auch Menschen hinter sich, ne? Konflikte hinter sich, Dramen hinter sich. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft hier für meine Wasserzeichen. Die drei Schwerter. Und das Ass der Stäbe. Meine Lieben, möglicherweise ist dieser Vollmond für euch wirklich ein Trigger-Vollmond, der alte Verletzungen antriggert. Die Chance und Asse stehen für Chancen. Die Chance ist aber wirklich, das hinter sich zu lassen, in dem Moment, wo man sie zulässt, in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt. Die Chance ist wirklich, zu neuem Leben zu erwachen, neue Energie zu versprühen, in eine positive Energie zu kommen, in eine positive Richtung. Die Chance, wirklich, ist, das hinter sich zu lassen und in eine neue Energie zu finden, in eine neue Lebenskraft zu finden. Der Ritter der Stäbe. Der König der Münzen. Ich hätte gern eine Karte zum König der Münzen. Die fünf Münzen. Interessant. Sehr interessante Energie. Und eine Karte zu den drei Schwertern. Der Gehängte auf dem Kopf, meine Lieben. Also, ich habe ja bei diesen sechs Kelchen gerade schon gesagt, das könnten Kindheitsthemen sein. Oder vergangene Partnerschaften, die vielleicht auch gescheitert sind. Also ich habe das Gefühl, es gibt hier einen König der Münzen, wer auch immer das ist. Ob es ein Vater ist, ob das eine Mutter ist, ne? Geschlechterkarten bitte in allgemeinen Readings immer neutral deuten. Es ist jemand, mit dem dieser Mangel, den du hier, nachdem du dich sehnst, in Verbindung steht. So nehme ich den König der Münzen wahr. Es gibt hier einen Auslöser. Wie gesagt, kann eine Person aus deiner Kindheit sein, ist es irgendwie eine Person aus deiner Vergangenheit. Und möglicherweise hast du wirklich versucht, ne, das abzuschließen, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Eremiten, zu verdrängen, hinter dir zu lassen. Aber die Verletzung ist irgendwie noch da. Die Chance, die du jetzt hast, und ich glaube wirklich, dass die Chance ist das Gegenteil von Einsamkeit und ist das Gegenteil von einem Mangeldenken. Ne? Ist mit dem Feuerenergie, das ist neue Lebenskraft. Das ist die Chance. Du hast die Chance auf Erkenntnisse. Genau das hat dieser Mann auf dem Gehängten. Und der Gehängte ist, wie gesagt, die einzige Karte, die ich auf dem Kopf deute, wenn sie auf dem Kopf fällt. Du hast die Chance, wichtige Erkenntnisse zu bekommen mit diesem Prozess, mit diesem Auseinandersetzen von diesen Gefühlen oder mit diesen Gefühlen. Du hast auch die Chance, wirklich einen Stillstand zu verlassen und in Bewegung zu kommen, denn den Ritter der Stäbe nehme ich als deine Energie wahr. Das ist der Mensch, der diesen neuen Lebensmut hat, der diesen König der Münzen hinter sich lassen kann, der dieses Thema in Verbundenheit mit diesem König der Münzen hinter sich lassen kann, der frei davon durchs Leben galoppiert. Und das ist die Chance, die das Universum dir offensichtlich gerade reichen will. Diese ganze Schwere, die hier liegt mit der Einsamkeit, mit den drei Schwertern und vor allem mit den fünf Münzen, wirklich hinter dir zu lassen. Nur da ist dieser bewusste Prozess mit dem
auseinandersetzen. Die fünf Münzen, das ist auch eine Energie des Alleinseins, einsam sein, in der Kälte sein, nicht gesehen werden. Also irgendwie spielt dieses Gefühl, dass du dich alleine fühlst, eine Rolle. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, warum die fünf Münzen hier liegen, bevor ich ins Extended einsteige. Liebes Universum, warum liegen die fünf Münzen hier für meine Wasserzeichen? Wow, meine Lieben. Wundervolle Energie, wirklich. Der Narr. Und der Tod. Ne? Skorpionenergie. Die Chance, die du hier hast, ist wirklich bei Null anzufangen. Ohne die ganzen Sorgen und ohne die Zweifel und ohne diese, ne, dunkle Energie, ohne das, was dich beherrscht, was dich schlecht schlafen lässt, was dich umtreibt. Frei davon. Und ich glaube, lass mich mal ganz kurz gucken. Hoffentlich ist sie noch da. Nee, Quatsch, falsches Kartendeck. Nee, schade. Ich habe nämlich gerade die Karte gesehen, Take a Leap of Faith. Also wage einen mutigen Schritt und habe Vertrauen. Genau das sagen die englischsprachigen Tarot-Reader zum Narr. Take a Leap of Faith. Und das ist deine Chance. Es ist eine Chance, diese Schwere loszuwerden, auch ne, diese Eremitenkarte, das ist eine total schwere Tür, das, was da in dir stattfindet, loszuwerden, loszulassen, mit einem viel leichteren Gepäck durchs Leben zu rennen. Eben wie dieser Ritter der Stäbe und wie die, ne, das ist die Chance, die du jetzt gerade hast, mein liebes Wasserzeichen. Aber du musst es zulassen. Du musst, ne, Planet, Skorpion, Planet der Unterwelt. Du musst zulassen, dich mit den Themen in deiner Seele auseinanderzusetzen, damit du sie transformieren kannst. Du musst vielleicht auch wirklich, ne, Schattenarbeit betreiben. Wenn du willst, dass das geht, ne, wenn du willst, dass diese ganze Schwere, das Einsamkeitsgefühl, was auch immer geht, dann musst du dich mit diesen Gefühlen, die da hochkommen und die wirklich auch dieser Skorpion, Vollmond antriggern kann, bewusst Königin der Schwerter auseinandersetzen, damit du die Erkenntnisse, you see clearly now, die du brauchst, um sie loszulassen, auch gewinnen kannst. Vielleicht geht es auch wirklich darum, ne? Vielleicht gibt es diesen König der Münzen noch in deinem Leben. Jemand, der dir immer wieder, der dich vielleicht auch immer wieder verletzt oder jemand, der dir immer wieder im übertragenen Sinne die Nase vor der Tür zuschlägt, der immer wieder dieses Mangelgefühl, das du in dir trägst, auslöst mit dem, was er tut. Vielleicht ist das auch der Hinweis, dass dieser Mensch gehen muss, dass du dich von diesem Menschen ein für alle Mal und endgültig distanzieren musst. Da, also was auch immer, ne? In welcher Situation auch immer du bist, theoretisch kann der König der Münzen auch ein Chef sein. Aber es gibt, it's time to release negativity. Hier liegt der Tod und hier liegt der Tod. Es ist an der Zeit, den mutigen Schritt aus der Situation rauszugehen, die dich so runterzieht. Was auch immer es ist, mein liebes Wasserzeichen. Und ich lasse das hier so stehen. Denn ich glaube, dass diese Botschaft hier bis hierhin schon mal sehr deutlich war. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr dazu wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Ich bin gerade kurz am Überlegen. Ja, für manche von euch. Ich hab ja gerade in dem Intro den Podcast erwähnt. Anne und ich reden in diesem Podcast über Therapien und Klinikaufenthalte und ne, so Dark Night of the Soul Geschichten. Für manche, die wirklich das Gefühl haben, ich muss mal mit mir selber klarkommen, hört euch mal den Podcast an. Vielleicht ist da irgendwas drin, was euch vielleicht ein bisschen weiterhilft in dieser Veränderung, in dieser Verwandlung. So. Meine Lieben, ich glaube, dass die Botschaft heute relativ klar war bis hierhin. Vor allem mit zweimal dem Tod, ne? Wenn du das willst, musst du was verändern und musst du
das zulassen. Na, musst du dich bewusst, Königin der Schwerter, diese Eulenenergie, bewusst mit dem auseinandersetzen, was dich so unglücklich macht. Nur so kann es gehen. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!